Guten Morgen allerseits. Diesmal aus der Gartenhütte. Ich bin die letzte Zeit so ein bisschen an Flachspuren festgegangen und an Eintrat-Energieübertragung sozusagen. Also hier geht irgendwie dann, also hier vorne hängt eine Flachspule dran, ne? Hier so darunter. Das dahinter ist eigentlich nur eine Hochspannungsspule als Plasmateller ausgelegt und hier geht jetzt irgendwo so ein dünner Draht runter zu den LEDs hier und wenn man da die dann hier erdet in der Mitte, dann leuchten die so richtig schön hell, hell, hell. Ja, egal ob ich jetzt die LEDs anfasse oder nicht. Der zieht um die, wo haben wir es, 500 Milliampere oder sowas bei 12 Volt. 500, 600 Milliampere bei 12 Volt. Und naja, mit 500, 600 Milliampere bei 12 Volt kann man diese Art von LED-Streifen auch so ganz gut leuchten lassen. Allerdings muss ich hier dazu sagen, so ein LED-Streifen, der ist für, ich glaube, 100 Volt ausgelegt. Die sind original in solchen LED-Lampen drin, die für 220 Volt gedacht sind. Und da ist ja nur eine kleine Vorschaltung davor. Und ja, die habe ich leider einzeln auf eBay so noch nicht gesehen. Die verkaufen dann nur solche LED-Strips für 3,3 Volt. Und für meine Hochspannungsversuche brauche ich die schon ein bisschen hochspannungsfester, mäßiger. Und dann kann man die antiparallel verschalten. Also die sind jetzt praktisch alle in Reihe geschalten. Und hier sind sie praktisch kurzgeschlossen an der Stelle. Und wenn ich dann in die Mitte der antiparallel geschalteten LEDs dann praktisch eine Erde nehme, dann ja. Also das hat mich irgendwie schon fasziniert, aber naja, okay. So richtig vom Hocker hauen kann euch das nicht. Ne? Aber Moment. Ab und zu kaufte er zum Glück ein paar Sachen von mir, die REMF-Charger-Bausätze. Und neulich war ein Kunde dabei gewesen, der gab mir den Auftrag, ein Schultief zu basteln, der mit einem 9-Volt-Block betrieben werden kann und damit eine Autobatterie laden kann. Ob das überhaupt möglich ist? Ja, klar, theoretisch ist schon, kommt halt nur darauf an, wie viele 9-Volt-Blocks brauchst du, um die Autobatterie voll zu kriegen. Ne? Von daher ist es so eigentlich kein Hokuspokus. Und er hat wohl einen Freund, der sowas hat und das hat ihn begeistert und er wollte auch sowas haben. Da habe ich gesagt, na gut, bastel ich dir was zusammen. Und bei der Chance habe ich gleich mal die Action4Free-Wicklung ausprobiert. Hier seht ihr, da ist ein gelber Draht und ein roter Draht drauf. Der gelbe Draht bis zur Mitte gewickelt, dann die Mittelanzapfung. Und dann geht es weiter mit dem roten Draht. Erst noch mal ganz kurz zum groben Aufbau. Das ist ein Transistor-Typ 41C, eine 1000 Volt 10 Ampere Diode, ein 10 Kilo-Ohm Vorwiderstand und der Draht, was würden das sein? 040er oder 050er Draht, irgend sowas. Können auch nur 30er sein. Also hier ist meine Hand als Größenvergleich. So groß ist das Ding ungefähr hier. Hier drüben ist Input, Plus Input, Minus Input für 9 Volt Block optimiert. Und hier am Output kommt dann unsere Autobatterie ran. In dem Fall hier eine Bleikristallbatterie mit 26 Amperestunden. Die Besonderheit dieser jetzt sogenannten A4F-Wicklung im Gegensatz zur normalen Schultiefwicklung, wo die zwei Drähte parallel gewickelt werden. Die wurde schon mal in einem anderen Video erläutert, falls jemand noch nicht kennt. Das findet ihr im Infoteil von diesem Video hier. Das verlinke ich da nochmal, das Erklärvideo, wo die Besonderheit hier ist. Da seht ihr auch ein paar Oszillbilder dazu und ein paar theoretische Erklärmöglichkeiten. Doch jetzt wird es langsam Zeit, den Versuch hier mal zu starten. Also,
Als Quelle habe ich hier ein Netzteil, was es ungefähr 10 Volt anzeigt. Das ist im Grunde eigentlich nur so ein regelbares Netzteil, was auf 12,2 Volt momentan eingestellt ist. Daran ist eine ReMF-Charger-Schaltung mit einem 50 Ohm Vorwiderstand. Wo ist er? Hier unten der kleine. Und dann wird die Spannung praktisch so um 2 Volt runtergebrochen. Das LED-Panel hier, das zieht auch noch ein bisschen Strom vom ReMF und übrig bleiben dann hier praktisch die 10 Volt. Und wenn man dann hier eine Last anschließt, dann bricht das natürlich auch ein. Noch ein kleines bisschen. Und das Ampermeter ist normalerweise ziemlich verlässlich. Am Output von der Schaltung hängt jetzt noch nichts. Unsere Bleikristallbatterie ist bei 11,78 Volt. Und wir schalten jetzt die True-Tiefschaltung erstmal im Leerlauf an. Im Leerlauf ist er angeschalten und wir sehen hier 40 Milliampere soll sie im Leerlauf ziehen. Das werden wir gleich mal überprüfen mit einem analogen Messgerät. Da ist es. Und dann wollen wir mal anschließen, mal gucken, was das sagt. Das sind wir hier bei knapp über 60 Milliampere. Und hier zeigt er 40 Milliampere an. Na gut, es ist für 10 Ampere Messbereich ausgelegt und ziemlich weit unten. Dafür ist die Genauigkeit schon ganz in Ordnung. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es in Kombination gleich mit dem analogen Messgerät funktioniert. Das hatte ich vorhin nicht mit drin, wo ich es probiert habe. Mal schauen, ob es jetzt so auch geht. Also wir wollen jetzt erstmal die LED-Leiste hier anschließen. Das sind 10 solcher weißen LEDs in Reihe und die können maximal 100 Milliampere. Ich mache mal hier das Zusatzlicht aus. Ja. Doch. Kann man schon als Licht gelten lassen, oder? Bei einem Input von hier immer noch 40 Milliampere und hier immer noch 60 Milliampere. Okay, das war jetzt die Lampe. Und jetzt schließen wir mal unsere Batterie hier an. Das sind wir erst bei 11,78 Volt. Ich schließe an. Bisschen weiter weg. Mal gucken, ob wir alles drauf kriegen. Oh, habt ihr da was gesehen? Okay, nochmal. Eieiei. Okay, ich zeige euch erstmal die Ampere und dann die Volt. Bei 11,77 Volt war es ja vorhin gewesen, ne? So, also nochmal anschließen, die Batterie. Und Batterie angeschlossen. Wenn es mal halten würde hier. Okay, es scheint zu halten. Ach, dann sind wir hier auf 40 Milliampere runtergefallen am analogen Messgerät. Und hier drüben zeigt es jetzt komplett null an. Das ist das, was mich vorhin verblüfft hat. Wenn man praktisch eine LED-Leiste anschließt, ändert sich gar nichts. Und wenn man jetzt einen Akku an den Output hängt, dann ist laut dem analogen Messgerät gleich mal über 20 Milliampere weniger. Und laut dem digitalen Messgerät geht gar kein Strom mehr in die Schaltung rein. So. Und dann wollen wir auch mal gucken, wo die Spannung hingegangen ist. Das muss ich halt mal jetzt so heranhalten. Bei 11,77 Volt war sie vorhin gewesen, ne? Und da geht schon ein bisschen was rein in die Batterie. Wenn wir jetzt bei 12,14 Volt sind. Ich habe das vorhin mal eine halbe Stunde laufen lassen. Bis 12,2 Volt kam ich. Ich muss zugeben, das ist nicht die allerfitteste Batterie. Die ist etwas hochohmig.
Aber sie lässt sich trotzdem noch relativ normal laden. Und na gut, okay, wir wissen ja selber, dass wenn so eine Batterie nur mit Back-EMF-Pulsen geladen wird, kann die Spannung ziemlich schnell ansteigen. Damit kann man Leute echt schön verblüffen, die von der ganzen Materie nicht so viel Ahnung haben. Und wer sich dann längere Zeit damit praktisch beschäftigt, der wird dann eventuell so wie wir auf den ReMF-Charger zurückkommen, der abwechselnden Back-EMF-Puls und abwechselnden Ladepuls, einen richtig rumgepulten Puls von der Quelle praktisch in den Akku durchlässt. Aber das verblüfft mich hier schon irgendwie und lässt mich irgendwie nachdenken. Und diese Art der Schaltung in neue bestehende Projekte integrieren. Habe ich mich da grammatisch jetzt richtig ausgedrückt? Es ist früh am Morgen. Ich habe gestern Abend, gestern tagsüber Quellwasser getrunken, habe die ganze Nacht durchgemacht und bin gespannt, wann ich dann mal so richtig müde werde. Also, aber das Video wollte ich jetzt fix noch machen vorm Schlafen gehen. Ich hoffe, ihr seid auch so etwas verblüfft wie ich. Und vielleicht hat da auch einer von euch noch weitere Erklärungen als die, die schon vom Action for Free und dem Team drumherum geliefert wurden. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal was. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis bald.